Hallo meine Hübschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute ein DM-Lieblinge-Box-Video. Ich hatte ja leider nicht das Glück, dass ich eine gewonnen habe, aber ich habe das Glück, einen Glückspilz als Freund zu haben. Sigi hat für mich diese Box gewonnen und ich freue mich total darüber. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und jetzt packe ich sie aus mit euch zusammen. Ich habe bis jetzt nur diese Lasche hier geöffnet, mehr nicht. Und ja, schauen wir mal, was drin ist. So, erstmal ganz viel sowas. Und dann ist eine, oh Gott. Also sie ist sehr schwer. Ich vermute fast, dass Duschgel drin ist. Da ist die DM-Box. Ich finde ja schon allein das Design sehr schön. Also ja, wie die Box schon gestaltet, ist erstmal so ein super schönes Türkis. Und dann, wo die Box schon drin war, in so einem, ja, einfach schön. Freue ich mich total. Also ich bin total happy. So, DM-Lieblinge. Ganz, ganz schön. Ich mache die jetzt mal auf. Also ich habe jetzt hier, so sieht das aus. Ich habe hier das Bändchen geöffnet. Die liebe Miss Beauty Junkie, die süße Anna, ich verlinke euch ihren Kanal mal in die Infobox, hat gesagt, dass DM auf der Homepage in Facebook irgendwie schon vorher gepostet hat, wie der Inhalt ist. Also ich habe davon jetzt noch nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Da ist aber dann der Überraschungseffekt natürlich weg, wenn man das dann sieht. Das ist natürlich nicht so schön. Und was greife ich zuerst? Ein Männerprodukt. Aber gut, ich finde es nicht so schlimm. Dann hat Sigi wenigstens auch was von der Box. Ein von Alverde Naturkosmetik Man Walks Styling Stick. Also riecht schon mal gut. Das ist dieser hier. Ein Styling Stick. Sofortige Definition und flexibler Halt mit mattem Finish. Gibt dem Haar Struktur und verleiht ihm einen natürlichen Style. Da bin ich immer... Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Das weiß ich nicht, ob er hinkriegt. Aber schauen wir mal, ob wir mit einem Styling-Stick das hinkriegen. Hilfe! Dann finde ich sehr gut, habe ich hier Zahnzwischenraumreiniger drin. Und zwar sind es diese hier, das finde ich sehr gut. Ich finde Zahnpflege sehr, sehr wichtig. Und das finde ich super, dass das drin ist. Solche Produkte, wie gesagt, finde ich immer ganz, ganz klasse. Dann habe ich drin eine Mascara, yay! Von Manhattan Volume und Definition Mascara in Black und Schwarz. Das ist diese hier. Freue ich mich sehr darüber. Dann habe ich drin ein mattierendes Sonnenfluid für Gesicht und Dekolleté in Sonnenschutzfaktor 30. Das ist perfekt. Ich habe ja jetzt im Urlaub wahnsinnig viel aufgebraucht, aber im Prinzip kommt ja eigentlich der Sommer in Deutschland erst. Deswegen finde ich das sehr gut und das ist speziell fürs Gesicht. Das ist immer super. Dann habe ich drin, ich weiß gar nicht, ob man mich sieht, ich sehe so dunkel aus irgendwie. Dann habe ich eine Sebamed-Creme. Das ist eine medizinische Hautpflege mit 2% Vitamin E, macht die Haut glatter und geschmeidiger, pflegt empfindliche und problematische Haut. Also wäre perfekt für meinen Hautton, für meinen Hauttyp meine ich natürlich, geeignet. Finde ich super. Dann, oh wie geil, habe ich drin den Pinsel von Ebelin, das ist dieser neue Make-up- und Concealer-Pinsel. Sehr gut. Gott sei Dank habe ich ihn mir noch nicht gekauft. Ja, finde ich toll. Das ist, wie gesagt, der Pinsel. Ich meine, er kostet 5 Euro. Also sind die 5 Euro schon mal gut investiert. Genau, den kennt ihr bestimmt schon. Und dann eine riesen In-Dusch-Body-Lotion Feuchtigkeitspflege mit Meeresmineralien für normale Haut auf nasser Haut eincremen und dann abduschen. Das finde ich richtig, richtig toll. Ich glaube, das ist ganz, ganz neu von Nivea. Ja, wow, so viel und so geile Sachen. Wo ist denn dieser Zettel? Hier, da. Sehr, sehr cool. Also, das
Styling für Männer kostet 3,95. Der Pinsel kostet 3,95, nicht 4,95. Die Sebamed-Pflege kostet 6,95 €. Die Zahnzwischenraumreiniger in verschiedenen Größen kosten 4,25 €. Das Sonnenschutzmittel kostet 3,45 €. Und die Dusche kostet 3,95 €. Wow! Ich bin absolut geflasht gerade. Das ist ja richtig Hammer. Da ist so viel, also sind 7, 10, 15, 20, 26, fast 30 € für das, dass ich 5 € bezahlt habe. Finde ich absoluter Wahnsinn und finde ich aber richtig geil, also Wahnsinn. Wie gesagt, es sind nur Sachen dabei, die ich gebrauchen kann. Es ist kein einziges dabei, wo ich jetzt sage, super, das lege ich jetzt wieder in den Schrank und benutze es 3 Jahre nicht. Also richtig toll. Wow. Vielen, vielen Dank, liebes DM-Team. Und ja, herzlichen Dank. Und ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Schaut mal in meine Verlosung rein, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir jederzeit schreiben oder Verbesserungswünsche, immer her damit. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.